Ja, Hallihallöchen und willkommen zu Let's Play What the... Ja, auch immer. Und zwar heute mal hier auf Playit. Ja, auf alle Fälle. Das ist eigentlich eine gute Seite, hat immer Spaß gemacht, andere online fertig zu machen. Auch wenn man es nicht unbedingt immer im Unterricht hätte machen sollen. Das Gute daran ist halt ohne Anmeldung und fast auf jedem Computer, der zumindest einen Flash-Player drauf hat, den Schnellstart. Ja, leider gibt es mal weniger Gegner, aber jetzt scheint auch auszureichen. Der Gegner fängt an. Na, ist ja klasse. Wolf, wir spielen gegen Spieler. What the heck auch ever. Und hier mit einem Schlag vier Dinger rausgehauen. Wenn das kein Können ist, einfach klasse. Und zack. Und jetzt mal sehen, ob ich meine Kugel verschieße. Ganz vorsichtig. Jawohl. Und der erste Punkt geht natürlich an mich. Und ich fange auch jetzt an hier. So, wie machen wir das am besten? Ich habe keine Ahnung. Wir hauen einfach drauf. Und ich habe meinen eigenen rausgeschossen. Super. Stück. War jetzt hart. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so schlau der Zug. Was soll's? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das war knapp. Ja, hau deine Kugeln raus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich habe die Runde verloren. Leider. So, hau ich auch jetzt meine weg und dann haben wir es geschafft. So, dann steht es mal unentschieden. Wie das immer hier läuft, ist meistens auf Glück. Man kann aber sich auch Zeit lassen. Das gibt es, glaube ich, auch. Eieiei. Sound gibt's auch noch. Was ja auch mal eine Neuerung mal. Ups. Also, das läuft hier wirklich hervorragend. Fail. Ah, hat die zweite Runde verloren. Zweite Niederlage, meine ich. So, aber hier ein guter Start hinlegen. Oder auch nicht. Ja, okay, das war doch kein guter Start. Was ich jetzt mache. Jawoll. Oh. Ah, ich habe gewonnen. Sehe ich genauso. Eindeutig. Schlauer Zug? Nein, doch nicht. Der Domino-Effekt. Und der... Oh, ich weiß nicht, was der Effekt. Niederlage. Ja. So beginnst. Dann hoffe ich doch. Und was bringt mir das, der Beginn? Ein Arsch. Mein eigener ausgeschossen, oder? Ja. Ich glaube auch. Mann. Sauber. Läuft. Hau deinen eigenen raus. Ja, genau so will ich das sehen. Schlecht. Schlecht. Fail.
Nein! Tust du nicht. Ich hab verloren. Naja, noch nur mal das erste Spiel heute. Er will mich nochmal herausfordern, aber ich will weitere Spiele testen. Und so, hier geht's zurück. Ja, wir nehmen einfach mal Desert Racer. Das war immer sowieso das Favorite-Spiel von allen. Wie man sieht. Ich bin alleine. Forever alone. Ich kann hier nur. Ich dachte, ich wäre hier. 15 Spieler, sieh mal an, da steht es sogar. Alter, das ist katastrophal. Früher war aber hier wirklich mehr los. Schnell startet kaum irgendwer. Wir halten eine Runde Minigolf. Komm schon, traut euch. Warum denn da sein, wenn dann sowieso nicht spielen? Come on! Oh, hey. Also wenn ihr noch weitere so Spiele wisst, wo man gegen andere online spielen kann, so wie hier. Wäre nicht schlecht, wenn ihr das mal sagen könntet. Suche, suche, suche! Also... Das Angebot war wirklich viel besser. Hier wird dann immer was... Oh, ich bin da wirklich Bomberman. Bomberman. Komm mir, eine Runde Bomberman. Wenn ich nicht spielen darf. Jawoll. Mit Space legt man hier eine Bombe. Ja, auf alle Fälle hier. Ich bin das Minigun unten rechts. Und ich bin voller Tatendrang hier, Tatendrang. Ping, 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 ping. Wo muss man eigentlich immer... Ach du Scheiße. Jetzt hab ich jetzt gerade hier einfach mal zerballert. Ach komm, ich gebe mal hier auf hier. Weil der Noob hier, da hab ich einfach mal zerballert. Das ist echt unfair. Warum der denn so viele schon Sachen hatte? Ich komme hier nicht mal vorwärts. Ah ja, ich komme hier nicht mal vorwärts. Der rennt hier schon amok. Und wer ist ein Bullshit? Shift? Shift? Ah ja. War ja wirklich katastrophal. Und nochmal spielen. Komm. Ein Sieg. Ein Sieg ist auch drin, oder? Gegen so ein Freak. Hier bin ich, hier bin ich. Aha. Jetzt ist eine Explosion. Oh Gott, come on. Come on. Put your eyes down. Put your... Come on. Pick up shots. Ja. Aha. Warum kann ich jetzt fliegen oder was ist denn los? That's what she said. She said. Da 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 da. Jetzt einfach auf mich zulaufen. Bitch, motherfucker. Ah! Hey. Gott, ich geb nicht auf, ich geb nicht auf. Ich geb auf hier, ey. Meine Fresse. Ist aber heute auch nicht. Ich mach einfach mal das Minus aufgehoben. LOL. Hat man LOL eigentlich heute noch? Ja, doch, doch, doch. Wenn man sowieso nichts mehr zu schreiben hat, dann schreibt man einfach LOL hin und dann. Was willst du von mir? Scheiße. Man, ja. Schlimm. Ich stelle mich aber auch wirklich blöd an. Heute. Aber wenn nicht mein Game, du.
Let the fire burn, burn. Was willst du kommen? Ja, komm, komm, komm! Ja! Ein Sieg, ein Sieg! Oh, gewonnen! So mit einem Sieg, wie ich mich schon freue, wie so ein Kleinkind, ey. Diese Spiele sind nichts für mich. Ich bleib einfach beim Call of Duty und bei den anderen Games. Ich habe schon drei Bomben, die ich placen kann. Plan. Hab ich nicht gesagt. Ein Glück. Verdammt. Oh so, ja, die hat schon keinen Bock mehr. So, zurück geht's. So, Bomberman haben wir auch getestet. Also, Hops auf Seite ist eigentlich wirklich gut. Vor allem, wenn man Unterricht nichts zu tun hat. So, ITG oder Informatik oder wie es auch euch allen heißt. Aber leider muss ich sagen, das Angebot ist klein geworden, weil die sind einfach, das sind so Browser-Dinger. Die sind doof. Wie man ja auch sieht, dass die keine Spielanzahl haben. Und das sind deren Spiele. Classic Deluxe, ja. Mal sehen, ob ich noch kennen in ein Spiel reinkomme. Komm hier. So, machen wir einfach einen Einzelkampf und zwar gegen David. David! Guten David. Friss meinen Molotow. So, auf jeden Fall habe ich das früher mal gespielt und das ist verhungert. Ja, dann nehme ich auch die Bombe. Oh, nicht, dass ich mich jetzt selber treffe. Nö. Das läuft ja super gegen David. Einfach fantastisch. David, mal sehen. Komm hier, wenn man den Zielschuss, der geht nie daneben. Mit Sound. Und die erste. Unbelievable. Oh shit. Mann, was ist denn das? Warum muss ich denn immer gegen Wind spielen? Schießt sich das Ding trotzdem raus? Mann, ja, komm. Komm, nicht, dass er mich jetzt killt. So, ich bin den Kill nicht, ne? Ach, der hat das Spiel verlassen. Komm, David, mach dich fertig. Oh Gott. Fail. Ja, so, ist das nicht ganz rangekommen, dann schießen wir es ein bisschen höher. Und Headshot. Super Dolby Digital HD-Treffer. Jetzt ist der Wind ein bisschen schwächer geworden. Und das ist gut. Aber gar nicht so schlecht raus. Au. Ein bisschen zu weit geflogen, also so. Oh, und wieder ein Headshot. Ich hatte richtiger Sitzbissen. Also genau dieselbe Stelle. Also das mit dem Winter sollte sich öfters ändern, weil. Ups! Sind sie da stärker geworden? Also ich schieße trotzdem dieselbe Stelle. Ach komm. David, David, komm. Also einfach mal Flächenbeschuss. Hey. Flächenbeschuss.
da mal. Stück. Mich wieder hier abgezogen. Sie wird doch nicht. Geil, mach mal. Das ist okay, super, klasse, klasse gelaufen, einfach klasse. So, so ist einfach den nächsten. Ist einfach den nächsten hier. Zack, so machen wir es auch. Läuft. Okay, jetzt müssen wir. Schaden, Schaden. Wohin? Ich finde das mit dem Wind einfach auch mal genial gelöst. Dass ich immer auf die Fresse bekomme. Hey, die kennen doch schon alles auswendig. Okay, dieses Spiel würde ich euch nicht empfehlen. Einfach nur, weil... kriegt einfach einen auf die Fresse. Was soll das denn? Multiplayer Bubbles? Ja, okay, also... gibt es noch ein paar andere Spiele? Das wundert mich gerade ein bisschen. Und hoffentlich euch gefällt es, die Seite. Ja. Und dann bis zur nächsten Seite, die ich euch mal präsentiere, wo es Online-Spiele gibt. Dann, oder wenn ihr mir eine nennen könnt, wollt, zum Beispiel die, oder einfach noch eine bessere oder mit mehr Spielen, dann schreibt mir einfach und dann bis zur nächsten Aufnahme. Ciao!